das haben wir jetzt hier so schön hingekriegt, da ändern wir nichts. Wie mache ich das jetzt? Ich brauche hier eine Feuerwehr. Die Feuerwehr könnten wir auch von da holen. Ja, also von hier nach da. Obwohl, warte mal. jetzt kommt die Feuerwehr noch. Also wenn wir den hier genau mittig reinstellen, wenn wir das machen, dann kriegen wir, das könnte funktionieren. Warte. Wenn wir den wegnehmen. Ja. Kann man mir zwar vorhalten, Schnauze. Kann man mir vorhalten, dass ich hier einiges vergessen habe, aber es ändert sich ja ganz schön viel jetzt dadurch. Ja. Viel Liebe und so. Kriegen wir jetzt den Kanal hier rein. Ich meine, ich erwähne jetzt nicht, dass das alles viel vereinfacht hätte, aber darum geht's jetzt gerade. Bist du das? Ja, ich bin hier. Entschuldigung, ich dachte, sie wären. Ich sag immer die Wahrheit und ich setze die Wahrheit. Wer sind Sie dann? So, mir Gott helfe. Ich kenne zwar Gott persönlich nicht, aber er hat ein gutes Image. Ehrlichkeit ist eine Tugend. Ja. Die Wurzeln liegen tief. Graben Sie die Erde durch, um sie alle zu erwischen. Ja, jetzt entspann dich mal ganz kurz. Also, hier fehlen wieder drei Felder, richtig? Wo kriegen wir die her? Drei Felder. Drei Felder. Drei. Ich habe eine Lösung. Hat mir zwar nicht gefallen, aber wir nehmen den weg. So. Und tun so, als wenn wäre nichts passiert. Naja, wir könnten da jetzt noch einen wegnehmen und könnten den dann so verteilen, aber das ist nur was für meine Deko. Damit fehlen hier vier, damit ist das wieder glatt. Ich bin wieder zufrieden. Wo tue ich den einen hin? Den nehmen wir da hin. Pass auf. Wir nehmen den weg. Du Märchen. Muss ich hier von eins wegnehmen. Mann. Wenn man immer schneller ist als sein Computer oben. Das ist immer sehr witzig. Bin schon wieder zwei Arbeiten weiter und wundere mich, dass hier nichts funktioniert. Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei Felder? Habe ich was verpasst? Wow, wie kann man nur so dämlich sein? Ganz ruhig. So. Glückwunsch, das kriege ich hin. Damit ist hier noch ein Feld frei und ich könnte dann theoretisch dieses Feld dort hinlegen. Macht von der Gesamtauslegung kaum Unterschied. Für mich schon. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen richtig fetten Kanal, der nicht zur Feldermachungbestimmung ist. Wir haben so viele Felder gespart, die wir nicht brauchen. So, jetzt ich habe eine Art Tagebuch. Ja, was ist denn jetzt hier eigentlich noch? Was liest das Tagebuch? Wo ist das Tagebuch? Danke. Die Wahrheit ist wie eine Orange. Ja, gehen wir jetzt nicht ums. Ah, ich nehme an, Lord Binyam hat. Ich bin ja schon da. Nächstes Tagebuch da. Oh Mann. Binyam weiß es also. Jani Heuke Thema. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich kannte es. Ich hatte den Verdacht, dass. Ja, das ist ja richtig. Du darfst wieder nach Hause fahren. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich schick dich ins Kampfgebiet, okay? Oder doch, warte. Um Archibalds Herz zu erweichen. Nee, du kannst nach Captain Lonely zurückfahren. Müssen Sie erst einmal zu ihm gelangen. Zerstören Sie. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen Weg durch die königliche Flotte zu bahnen. Alles klar, ihr trefft euch da. War doch nicht schlecht, das Kriegsschiff zu holen. War eine gute Idee. So, bei dir haben wir jetzt noch mehr Felder, die fehlen. Aber das ist jetzt alles kein Problem mehr. Aber es könnte zu einem werden.
Sie sind in Ordnung. Das weiß ich doch. Egal, wie du es machst, du machst es verkehrt. Gut. Und ob du am Ende richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Da kann ich noch 4 Felder hier wenigstens abziehen. Ziehen wir mal 5 ab, kriegen wir die da untergebracht. Ja, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. So ist okay. Nicht wirklich, oder? Passt das? Das passt haargenau. Jetzt gerne noch 2 davon abziehen. Immer dieser kleine Fummel, der da übrig bleibt. Das ist furchtbar. Also hier kann noch mal ein Haus hin und wenn ich den jetzt noch da abziehe, wie kriege ich das hier noch geregelt, damit das besser aussieht? Ehrlich, das ist sein Problem? Ja. So sieht's besser aus. Nee, ja, einer bleibt übrig und den können wir nicht da hinsetzen. Der muss dann darüber. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles gut, alles gut. Der kommt jetzt dahin, der kommt jetzt dahin und der kommt jetzt dahin. Es bleiben 2 Felder übrig und da kommen jetzt Bäume hin. So schön. Ja, das mit dem Kanal, das hätte mir. Aber das, woher sollte ich? Ich habe eigentlich aber. Na, also eigentlich. Im Grunde genommen haben wir ja genug. Warte mal, wo ist denn eigentlich die Feuerwehr hier? Zack. Wollen wir den wirklich so hinsetzen? Da kommt der geradeaus zulaufend. Dann muss ich ihn aber noch ein weiteren Hund schicken. Würde ich jetzt meinen. Passt das hier von der Parallelität auch sehr gut. Guck, wenn wir den jetzt hier genau durchkriegen. Krasser Typ, der Roland. Ja, manchmal. Ja. Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, ja, ich hätte ihn hier rein buxieren wollen. Ich hätte die auch wieder außen bauen können, beide. Dann hätte das auch irgendwie funktioniert. Ja, aber es ist cleverer, den dann reinzuholen. Dann steht der perfekt in der Mitte. Ich habe von dem hier außen noch, da habe ich es ja über außen geregelt. Über 3 Feuerwehren, da könnte man sagen, okay, hier wäre vielleicht noch irgendwo sinnvoll, noch eine Feuerwehr dazwischen zu pumpen. Kann man dann nochmal machen, wenn man lustig ist. Also ich habe jetzt keine Lust, also deswegen machen wir es auch nicht. Ja. Können wir die Häuser schon updaten? Ja, können wir. Woran es uns auch mangelt, der Herr sorgt. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, also es ist krank. Zack, machen wir hier ein schönes Dorf. Das reicht vollkommen aus und alle, die hier in diesem Umkreis stehen, werden jetzt befördert. So sehe ich das. Na, da sind zwar 5, aber wir nehmen nur die 4 wegen der Parallelität. Ja, sonst macht das doch alles keinen Sinn hier. Zack, zack. So, schön. Und wir müssen das sowieso nochmal umbauen. Also da geht auch kein Weg dran vorbei. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier am besten hinbekommen. Hier wird es jetzt tricky. Eigentlich nicht. Wir nehmen den weg. Machen den so. Und machen nicht tricky. So, damit hätte sich das hier erledigt. Hier könnten noch 2 Dinger stehen. Der Rest bleibt da hinten frei. Ist mir also egal. Da sind 2 Linien, das können wir aber auch kaum ändern. Moment, bitte warten, es wird gerade geladen. Ja, das könnte man ändern, wenn man wollte. Aber den kriege ich nicht noch einen rein, oder? Da fehlen mir 3 Felder. Wie viele genau Felder könnte ich noch bauen? 2. Das passt da nicht. Gerade darum, wenn ich aus dem den mache, kann ich den so machen. Dann fehlt mir aber hier die Ecke. Also gefällt es mir besser. Ja, da müssen wir es halt so hinstellen. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ja, und wieder haben wir einen Platz für einen Baum gefunden. So, zack, zack. Theoretisch und auch rein praktisch können wir da auch noch einen hinstellen. Da auch noch einen. Und da auch noch einen.
Und hier eigentlich auch noch, aber da will ich nicht. Ja, damit das hier nicht mehr ganz so krass gleichmäßig aussieht. Jetzt nur noch die Ecke. Dann nehmen wir jetzt aber die glatte Wand. Den lassen wir jetzt hier schön außen stehen, damit wir das mal ein bisschen anders gestalten. Damit das hier auch wieder wunderbar hinkommt. Das wäre eh nicht anders gegangen, deswegen habe ich so gemacht. Ich meine, man hätte die auch nach außen ziehen können, dann wäre jetzt die Straße außen, aber so sieht es doch besser aus. Also finde ich. Wer was dagegen hat, kann er jetzt auch ausschalten. Ja. Ah ja, wir brauchen ja hier gar nichts mehr. Die Brust des Papageis rot? Wird ist das er tot? Gut? Ist der Papagei rot, ist er tot. Punkt. Ach, leck mich doch. Ja, ja, ja. Das tust du nicht. Oh doch, ich hab gar keine Ahnung. Das mache ich. Ja, die Feuerwehr hat kein Wasser, entspann dich. Wir ziehen den jetzt so durch. Warum mache ich das? Ganz einfach, damit die Straße jetzt innen liegt. Macht vom Prinzip her kaum einen Unterschied, aber am Ende doch eine Menge. Ja. Weil somit haben wir wieder die Straße frei. Genau an der Stelle, wo ich es haben will. Jetzt können wir hier Punkt setzen und können sagen, so ist es perfekt. Jetzt ist es perfekt. Ach, der hat zu viele Kanäle. Ja, hat er. Habe ich doch einen kleinen See gemacht, das ist doch, kann ich mir leisten, oder? Ja, Dicker. Funktioniert hier ganz super. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Perfekt haben wir nicht. Da kommen auf jeden Fall noch zwei Häuser hin. Ja, das kriegen wir nicht besser hin. Warte mal, hin oder aus. So ist besser. So, das haben wir somit begradigt. Und wie viel passen hier hin? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir eine Vierer-Doppelreihe. Bald bleibt ihnen nichts mehr. Damit bleibt uns hier keine andere Wahl. Den brauchen wir nicht mehr. Und damit ist doch die Stadt im Großen und Ganzen eigentlich fertig. Gut, man könnte noch über eine Polizeistation nachdenken, was mir im Nachhinein einfällt, aber die lässt sich zum Glück relativ schnell dort einbringen, wo wir den Kanal hingebracht haben und sich alle fragen, warum ich das jetzt wieder abreiße, womit sich das mit dem Dings wieder geändert hat, aber hey, ebenso wie er will, ne? Ne, wenn wir das Ding hier hinstellen, dann können wir es auch, dann könnte man das Ganze auch zurückoperieren. Ne, jetzt steht schon, jetzt ist auch egal. Würde vom Prinzip, ich muss ja noch ein Krankenhaus und darin, siehst du? Ja, aber siehst du doch. Guck mal. Dann brauche ich hier gar nicht anfangen zu knusper, knusper, knasern. Ja, setzen wir den nach unten. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass wir den mit dem tauschen. Geh mal weg hier, du bist irgendwie das Haus der Mitte. Oh cool, das lassen wir so. Das hat was. Hey, Haus der Mitte, willkommen zurück. Da können wir doch nicht dasselbe nehmen. Haben wir noch irgendeins mit einem Baum? Da, ich will das mit einem Baum haben. So. So ist schön. Und wo kommt jetzt nochmal die Polizeistation hin? Ja, wir arbeiten dran. Stimmt ja, die müssen wir ja auch noch unterbringen. Wo steht denn da die Polizei? Da. Das würde theoretisch passen. Theoretisch. Ich will das Ding eigentlich. Also wenn ich die jetzt hier wegnehme, die hier wegnehme. Und den hier auch wegnehme. Und den auch nochmal wegtue. Und die Feuerwehr hier und her
buxiere, kann ich doch den hier so hinsetzen. Das wäre kein Problem, da würde das Ding perfekt in der Mitte stehen. Problem ist, wie kriege ich jetzt den da rüber? Wir arbeiten noch dran. Das ist ja alles gut durchdacht, hat man nicht an den Graben gedacht. Warum steht da eigentlich noch eine Polizei? Ach, Leute. Nee, das will ich nicht. Warte. Warte, ich hab's. Ich mach den so. Nimm den so. Mach den so. Das war übelst die Platzverschwendung. Übelst. Nee, das funktioniert nicht. So, dann halt so. Warte nochmal. Besten her, wenn ich die drei Felder hier irgendwie darüber kriegen würde. Ich geh mal kurz dahin. Ja, am einfachsten wäre es die Dings, aber ich würde sie gerne schon, obwohl, das ist egal. Jetzt ist dann ist es auch egal. Dann schauen wir sogar noch Felder. Und wie kriegen wir das da jetzt noch geregelt, dass das so ein bisschen besser aussieht? Ne, kriegen wir nicht. Gut. Ja, ist ja gut. Jetzt bübeln wir nicht mehr her. Ich arbeite dran. Ich wollte ihn eigentlich weiter ein Stück nach unten haben, aber... Vergiss es. So schick. Ich bin zufrieden. Hi. Kriegt er das hin oder muss ich gucken kommen? Zum Angriff. Hallo? Schiff unter Beschuss. Koko. Die Kleinen könnt ihr ruhig versenken, ist mir egal. Achso, schieß mal den Kleinen ab. Hätte ruhig ein bisschen stärker machen können. Verlorene ja. Der Weg ist frei. Wir haben keine Zeit. Ja, der Krieg ist gewonnen. Ich habe keine Angst vor dir. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Auf der Insel ist keine Spur mehr zu finden. Begleiten Sie mich neben dem Schutz, Schätze. Monitor im Dienst. Brauche ich die noch? Ich brauche die noch. Oh nein, die Flotte wurde versenkt. Gut, fahr den mal da irgendwo, ne? Kriegst du das hin? Einfach nur neben dem Meer fahren? Ja, ne? Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ich hätte es besser wissen müssen. Ja, hättest du, hast aber nicht. Vom Prinzip her ist das doch jetzt alles okay. Hier könnte man nochmal über eine kleine Industriestätte nachdenken, hier links außen. Ja, ich würde jetzt also gerne die Stadt hier noch abrunden, genau bis da. Schön wäre, wenn wir das jetzt hier noch genau so hinkriegen, wie ich es nicht hinkriege. Ja, das ist ein bisschen schade, aber den kann ich ja noch so hinsetzen. Ja, das kommt nicht ganz so gut hin, wie ich es gern hätte. Ja, das ist schon okay so. Hoffe ich. Kriegt ihr denn alles? Du bist der, der am weitesten weg bist. Ja, du kriegst den Markt ab, kriegst du das Podium, du kriegst auch das Podium. Also ist alles gut. Sehr schön. Können wir so lassen. Ja, könnt ihr jetzt hier noch ein Haus reinsetzen. Mit Gewalt. Machen wir auch. Warum auch nicht? Der Platz ist da. Ob rechts oder links schneidig ist dann erstmal irrelevant. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie wir das noch besser hinkriegen. Hier sind vier, wenn es sechs gewesen wäre, hätten wir nochmal drüber reden können. Das bringt nur bedingt was. Ich meine, wir können es probieren. Könnte vielleicht knappen, wenn wir die hier weiter nach außen setzen. Können wir nochmal mehr Platz nutzen. Dadurch verschiebt sich hier die Ecke natürlich extrem.
Also Verlust haben wir so oder so. Könnten also quasi auf den Mittelschrägen gehen, damit wir hier noch einen durchkriegen. Es ist halt... Man findet halt immer irgendwie noch ein bisschen Platz. Wenn ich jetzt hier noch rumspiele, kriege ich auch bestimmt das irgendwie noch hin. Ja, nee, da muss ich den hinnehmen. 3-3 ungerade, das ist... nicht mehr so toll. So, wo sind meine Bäumchen? Die verteile ich jetzt hier. So, und sag einfach, das ist perfekt. Ist doch okay, oder? Können wir so lassen. Finde ich auch in Ordnung, danke. Ja, man hat nichts gesagt. Das Witz, der Witz ist, ich kriege halt die Kommentare immer ein paar Tage später erst. Ja, für die Leute, die das immer nicht verstehen, warum das zum Anfang immer so langsam geht und am Ende dann so schnell. Ja, die Stadt aufbauen ist für mich immer kein Problem, sobald ich die Winkel habe. Ich suche also hier überall, dass ich die Winkel habe. Deswegen habe ich ja auch immer 3 Felder freigelassen, damit ich dann das immer hinkriege. Und danach geht es eigentlich nur noch bam, 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 bam. Ja, ich finde, es sieht aber trotzdem nicht gleichmäßig aus, obwohl es gleichmäßig gebaut ist. Das ist ein bisschen ironisch, ne? Ja, ich versuche es irgendwo immer gleichmäßig zu haben. Man erkennt es ja an dieser Achse hier. Es ist ja eine Achse vorhanden. Hier mittig einmal durch. Ja, das Zentrum klar zu erkennen, aber trotzdem steht alles doch irgendwie etwas unregelmäßig. Vor allen Dingen hier, aber so gefällt es mir. Es sieht schön aus. Es ist ein kleines Dorf. Es reicht ja auch. Wir haben jetzt genug Leute. Das ist vollkommen zu viel. Finde ich, aber okay. Es ist nur recht, dass die zu Beginn da waren, auch bei diesem Neubeginn dabei sind. Königliche Anerkennung ist gewiss. Das geht nicht. Gesperrte Antwort. Interessant. Gesperrte Antwort. Nein. Einmal gelesen, der Rest war egal. Das Beste, was je gedruckt wurde. Haben sich schön geeinigt. Sehr gut. Sie haben viel Veränderung in unser Land gebracht. Ja, ich weiß. Du hast sicher bereits Lob. Was ist hier eigentlich mit meinem Wasserfall? Habe ich das jetzt geschafft, diese Quest hier zu überspringen? So oder viele ich neue das? Horizonte. Oder habe ich jetzt ich die denke, Quest gemacht, wo das Ding nicht gemacht nicht wird? Sagen, wie. Aber ich hätte das ganz gerne noch. Ich will noch meinen Wasserfall haben. Ich bin traurig oder Wasserfall? Also ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Gelehrte brauchen Unterkünfte. Akademiker bevorzugen schlichte Quartiere mit weitläufigen... Ja, wir arbeiten dran. Eile er sich. Flaggschiff steht zu Diensten. Ich liebe Schiffe. Hol ab. Jeder ist seines... Flaggschiff erwartet Anweisungen. Willst du mich hier verarschen? Jetzt kriege ich die ganzen legendären geschenkt, ne? Das ist überhaupt nicht Steuermann? Ja, alles ausladen. Du bist übrigens entlassen. Du darfst erstmal nach einem Besertown hier. Du darfst ein Besertown verlassen und ja, du fährst nach Hause. Bereit für neue Befehle. Was ist das? Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das ist ja ganz toll. Segel! So, was waren das jetzt hier nochmal für Items? Alle Gebäude von den Beser. Anlege, Kontur, Dings. Neue Befehle? Es wurde speziell für ein königliches Bankett in Embesa zubereitet. Ja. Offenbar ist einer der Gäste einfach abgehauen, sodass die ganze Veranstaltung abgebrochen werden musste. Ja, das tut mir nicht leid. Du darfst auch erstmal kurz nach Hause fahren. Kriegsschiff. Das Wasser schäumt, Admiral. Du bist hier der Verteidiger. Sind wir jetzt mit Embesa fertig und haben es geschafft, das so hinzukriegen, dass wir da oben jetzt keinen Wasserfall haben? Aber ich will den Wasserfall. Ich glaube, wir haben das Teil gemacht. Mir war so, als wenn es dafür irgendeine Quest gab, wenn man das dann so macht, dass man das nicht kriegt. Wir haben also exakt den anderen Weg. Ich meine, ich wollte das zwar, aber ich habe gedacht, ich die Lüge. Ein neuer Sonnenaufgang, ein neuer Tag. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Lala. Sind wir jetzt hier fertig? Können wir das hier so stehen lassen? Wie lange haben wir noch?
Eigentlich sind wir fertig für heute. Ja, ich habe gedacht, wir kriegen da hinten noch das Dings, aber... braucht ihr noch was? Ich komme sonst nicht wieder. Ne? Ich habe beim nächsten Mal hab ich die Schnauze voll. Das ist jetzt mal ernsthaft. Ich habe die Schnauze voll. Ich bräuchte, glaube ich, mehr Lehm. Ja, Lehm wird aber nicht geliefert. Doch, schon. Ich brauche mehr Lehm. Mehr Lehm. Zack. Wenn ich wüsste, wo das Schiff rumhängt. Da ist es. Hahaha. Auf zum Bettmobil. Haltet das Schiff auf. Ich sehe es. Kisten unter Deck. Halt. Seife braucht er nicht mehr, richtig? Und Konserven war er auch nicht mehr für zuständig. So, jetzt darfst du fahren. Und warum fährt er eigentlich so komisch? Der sollte eigentlich hier da die gerade Strecke nehmen. Das ist eigentlich vollkommen legitim. Damit er da an der Insel. Kannst du ja gut. Man könnte jetzt. Also man könnte. Ist er dann glücklicher, wenn wir so machen? Hä? Naja, sei es drum, haben wir das Problem auch nochmal gelöst. Wir sind fertig. Wir haben ja noch das kleine Dorf aufgebaut. Der Rest ist Bonus. Ja, es steht hier zwar alles noch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, herzlos da, aber vom Prinzip her ist alles da. Wir haben vor allen Dingen die Questreihe. Und ich glaube, die meisten sind jetzt, was ist jetzt schon wieder? Geh ihm doch nicht auf den Keks, den kriegst du doch sowieso nicht. Ihre Insel wird angegriffen. Gucke mal, und jetzt seid ihr den noch da. Jetzt siehst du, jetzt kannst du nochmal zugucken, wie du hier zusammengeschossen bist. Ja, der mag zwar schnell sein, aber der andere ist hier hinter auch ziemlich schnell. Ihr Hafen wird angegriffen. Tschüss. Das musste auch wieder sein. Das ist der gute alte Klassiker. Ich will Feierabend machen oder werden hier noch Bomben abgeworfen? Sowas kann ich ja immer leiden. Mich am Ende immer mit einem schlechten Gefühl gehen lassen. Angriffspakt wurde beendet. So funktioniert das nicht. Also, machen wir einen schönen Blick vom Dorf, bevor hier gleich die nächste Bombe runtergeht. Wir sind mit den Bläsern fertig. Beim nächsten Mal geht's bei den Hochhäusern weiter.